Die Hetze mancher Medien gegen die FPÖ auf der einen Seite und die Lehren des radikalen Islams auf der anderen Seite. Das ist der mörderische Mix, der letzte Woche in Linz seine ersten Todesopfer gefunden hat. Ein scheinbar gut integrierter Tunesier, der seit fast 30 Jahren in Linz lebte, hat ein betagtes Pensionisten-Ehepaar ermordet, weil er die FPÖ hasst und weil er dem Islamischen Staat die Treue geschworen hat. In der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des Wochenblick haben wir unangenehme Fragen gestellt, die vom Mainstream bewusst ausgeklammert werden. Hat nun die brutale Jagd auf jene Österreicher begonnen, die nicht zu Fremden im eigenen Land werden wollen? Welche Rolle spielt dabei die Anti-FPÖ-Hetze in Medien und Politik und wer zieht sie angesichts der Bluttat zur Verantwortung? Darf islamistische Hasspropaganda weiter in Österreich verbreitet werden? So viel aber schon vorweg. Wenn ein angeblich gut integrierter Moslem, der seit 1989 in Österreich lebt, plötzlich Lust am Töten verspürt, wie werden sich dann die ganzen nicht gut integrierten Moslems verhalten, die in den letzten 2 Jahren auf Einladung der Willkommensklatsche ins Land geströmt sind? Wenn ein Moslem für die Tötungslehren des IS begeistert wird, dann sucht er nach passenden Opfern. Und hier beginnt die gefährliche Hetze von Vertretern des linken Establishments zu fruchten. Denn von dieser Seite wird Einwanderern prinzipiell eingeflößt, dass sie hierzulande alle erdenklichen Rechte hätten und sich diese einfach nur noch zu nehmen bräuchten. Und die FPÖ und ihre Anhänger würden den Ausländern diese Rechte verwehren wollen. In ihrer brutalen Sprache gehen manche Kommentatoren noch weiter und bezeichnen FPÖ-Wähler gar als Nazi-Verbrecher, die die Demokratie abschaffen würden und Jagd auf Ausländer machen würden. Ein 54-jähriger Tunesier in Linz ließ sich von dieser primitiven Hetze offenbar beeinflussen und tötete 2 unschuldige Pensionisten, die gar keine FPÖ-Anhänger waren.